Ja, das sieht auch gar nicht so schlecht aus hier an der Stelle. Schön einer nach dem anderen. Es fängt auch langsam an, besser zu laufen, nachdem genug Futter drin ist. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie viele Seltene hier noch reingehen. Testen, testen, testen und dann ballern auch die Seltenen oder auch mal ein bisschen selteneren, also sehr seltenen Karpfen hier rein. Ich bin gerade ganz zufrieden vom Setup hier, beziehungsweise auch von der Köderkombi, die ist ja schon eigentlich altbekannt, aber natürlich dann auch von der Stelle, denn hier geht, ja, geht ein bisschen was rein. Kann man machen, also schön verschiedene Brocken bisher. Aber natürlich auch ein paar ganz normale Kandidaten dabei. Ich glaube, ich muss mal gleich so langsam das Futter abstellen. Ich bin hier bei über 25, müssten jetzt ja, vielleicht sogar schon 28 Bällchen Futter sein. Ich glaube, so langsam ist mal genug mit dem Futter. PVA runternehmen und dann gucken, ja, wie es dann jetzt hier weiterläuft. Na, Hebebiss. Hängt schon dran oder noch nicht? Hängt dran. Bam. Jawoll. Und ist sogar größer. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Ja, Kupfersee macht natürlich immer wieder Bock, wenn man auch was Seltenes bekommt und nicht nur die 0815 Standardkarpfen, sondern eben hier ab und zu auch mal ein Koi dabei ist. Oder eben die C2 Superfreaks wenigstens. Ja, und hier an der Stelle sieht das ganz gut aus. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was jetzt hier alles noch so reingeht. Ich habe jetzt gerade erst angefangen. Oh ja, der hat tatsächlich noch ein bisschen Bock. Kann ich die Bremse sogar noch höher ziehen? Gucken wir mal, was geht. Aber man will ihn auch nicht ausschlitzen lassen. Von daher nicht ganz so übertreiben. So. Erstmal nur gucken, was es ist. Das ist das A und O. Ich will einfach nur wissen, was es ist. Ah. Da ist es zu sehen. Es ist ein Superfreak. Ja, man sieht den Rücken. Perfekt. Reicht mir schon. Dann weiß ich, worüber ich mich ärgern kann, falls er dann doch noch ausschlitzt oder eben nicht. Aber schön große C2 Superfreak nehmen wir natürlich auch gerne mit hier an der Stelle. Zack, komm ran hier. Sehr gut. Ja, bisher eher ein bisschen kleinere Fische. Aber ganz okay auch schon von der Frequenz. Also fängt ganz gut an hier. Und eben auch ein paar seltener eben dabei. Und deswegen weiter testen. Und dann kann man ja zur Not auch immer noch, wenn man dann Sitzfleisch hat, irgendwann mal auf die großen Boilies gehen oder eben Pellets. Aber im Moment einfach noch hier auf klein und fein testen, was hier noch alles so reingeht. Na, komm ran hier, schön nach vorne ziehen. Na, nur reicht es aber, komm. Nur ist genug hier. So, und jetzt. Zack, 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 zack. Zack, 16 Kilo. Superfreak, jawollo. Schönes Ding mitgenommen. Und ich mache jetzt hier mal PVA ab und dann gucken wir auch direkt mal eben rein. Was haben wir denn hier? Wir haben, ja, die Klassiker, würde ich sagen, ne? Königskrabbe und Heilbutt. Läuft seit Wochen mal mehr, mal weniger an den einen oder anderen Spot. Mal besser, mal schlechter. Hier jetzt an der Stelle würde ich sagen, sieht das schon, wie gesagt, gerade ganz gut aus. Wir gucken auch gleich mal in den Kescher rein. Heilbutt 14 und 14 auf dem Einserhaken. Also ich bin hier relativ klein wieder unterwegs. Und ja, das zahlt sich bisher aus. Futtermische gucken wir natürlich auch nochmal rein. Ich habe einfach eine genommen, die ich noch rumliegen hatte. Klassisch mit Heilbutt und mit Königskrabbe natürlich. Von der Position her auf der Map, hier sind wir, direkt hier oben. Also ganz simpel und dann eben auf die 12 Meter raus, hier so in diese Area ungefähr. So in dem Bereich, da passt das gerade wohl ganz gut. Ja, vom Kescher her sieht das gerade so aus. Auch wieder jede Menge seltener. Ein winziger, sehr seltener. Hyuzuri, da kann natürlich gerne mehr kommen. Lederkarpfen, auch gerne mehr davon. Also wenn das so weitergeht, so mit den seltenen, dann schmeckt das doch. Gerne mehr davon. Gerne auch noch verschiedene Kois.
Mal gucken, was hier noch so geht. Aber so vom Setup her passt das, glaube ich, schon ganz gut. Von der Position her, glaube ich, auch. Und ja, größentechnisch vermute ich jetzt einfach mal, dass hier nicht so die ganz riesig großen Brocken reingehen. Andererseits, in der Area hier, also momentan habe ich das Gefühl, dass hier oben eher weniger die großen gehen und hier unten eher die dicken reinballern. Aber ich hatte ja auch hier oben meinen Dinkelsbühler als Trophy, den Zeilkarpfen. Also wahrscheinlich ballern auch hier die dicken Dinger rein. Aber gerade irgendwie vom Gefühl oder so, auch Gefühl der letzten Tage war so hier unten oder so, hier war dann immer so bam, die richtig dicken Brocken und hier eher so auf Masse und die etwas kleineren. Aber vielleicht täuscht da auch der Eindruck, vielleicht hast du da andere Erfahrungen, gerne auch mal in die Kommentare reinschreiben, was dein Eindruck ist, ob hier eher so auf Masse ist und hier die Klasse. Aber wie gesagt, Dinkelsbühler Zeilkarpfen Trophy hatte ich auch hier oben. Naja, ob hier dann auch die C2 reingehen in richtig groß oder die Lederkarpfen. Spiegelkarpfen Trophy hatte ich auch unten. Ah. Naja. Oder man angelt hier oben einfach anders. Maybe. Vielleicht ist man hier oben eher mit den Kleinen unterwegs und man müsste sich genauso mit Sitzfleisch da unten, also wie da unten hinstellen und sagen, okay, komm, ich baller hier 18er, 20er Pellets rein und setz mich hier hin und warte auch gerne mal eine Stunde, bis es erstmal anfängt. Also eine Stunde erstmal so gut wie gar nichts und dann auf einmal geht's vielleicht los. Maybe. Auch auf die Art. Ja, und dann eben, wie gesagt, deutlich größer. Aber das ist halt schon geil, ne? Und da muss ich dann auch sagen, warum ist der selten, ne? Ist der noch selten? Ich meine, ist ja schön, wenn der Fisch so ein Fähnchen hat. Aber da gibt es doch seltenere Fische. Auf jeden Fall. Ohne Fähnchen. Das ist ja schon krass, ey. Gerne mehr davon. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, alles, ne? Also jetzt heißt es einfach wieder, wie immer, warten und hoffen. Ich hatte gerade schon eine Route probiert mit nur Krabbe Pop-Up, wie aus dem letzten Video hier vom Bernsteinsee. Da ging das ja ganz gut. Aber da ging gerade gar nichts drauf. Und jetzt Doppelkombination. Einfach nur Pellet-Pellet, Pellet-14. Und ich habe mit dem Dip ein bisschen variiert. Also einmal Heilbutt-Dip und einmal hier Krabbe und Fisch. Und ich bin mir noch gar nicht so ganz sicher, was jetzt besser läuft. Ich glaube, es läuft beides. Auch das wäre natürlich nochmal interessant. Einfach mal mit notieren, welcher Dip läuft besser. Auch gerne teilen, gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was für dich besser lief. Ob das nur die Krabbe war oder eben Krabbe, also Königskrabbe, nee, Heilbutt so rum oder Krabbe und Fisch. Das ist halt immer noch interessant. Und dann haben wir, glaube ich, so gut wie alles. PVA, verdorrig. Futtermische, wo ist sie drauf? Da ist sie noch drauf. Genau, Heilbutt, Königskrabbe hatte ich halt schon hergestellt, war schon ein bisschen älter. Aber ist einfach alles drin, was man braucht. Königskrabbe, Crushed Boilie 15, Crushed Spicy Heilbutt, würziger Heilbutt, auch nochmal 12. Und dann Heilbutt und Königskrabbe und das Ganze auf Hanf als Basis und Heilbutt als Aroma auch noch drauf. Also das ist schon hochwertiger, einfach aufgrund der Crushed Boilies, aber im Großen und Ganzen kann man das bestimmt auch mit einer etwas anderen Variation machen. Ich hatte gerade noch andere Heilbutt-PVAs gesehen. Genau, hier ist noch zum Beispiel auf Erbsenbasis, ne? Mit Königskrabbe kann man bestimmt auch machen. Königskrabbe, Heilbutt, Heilbutt, Erbse wieder. Erbse, Heilbutt, Öl, also hier komplett auf Heilbutt oder nochmal mehr auf Heilbutt den Schwerpunkt gelegt. Auch durchaus eine Möglichkeit. Hier ist es nochmal mit, einfach nur mit Feedpellets, komplett auf Maisbasis. Heilbutt, 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 einmal Königskrabbe und so weiter. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, Hauptsache Futter. Das ist schon das A und O. Ausreichend Futter. Auch hier hat es ein bisschen gebraucht. Also gerne mal 10, also beziehungsweise 20 Bällchen Futtermische reinballern hier. Ich glaube, das ist an dem Gewässer gar nicht so verkehrt. Und dann geht es immer noch richtig los. Na, will er noch? Ja, will noch. Irgendwas Kleineres aber. Oder? Ja, so mittelmäßig, ne?
gerne noch was Seltenes hier rein. Mal gucken. Ja, die nächsten C2. Also, C2 scheint zu gehen hier. Nochmal mit 8 Kilo. Schmeckt. Nehme ich doch gerne mit. Happy Hour ist vorbei. Perfekt. Der letzte Fisch, der Happy Hour. So, wir gucken nochmal kurz in den Kescher rein, was das Ganze denn so bringt. Und dann haben wir doch, glaube ich, sämtliche Infos, die man braucht für diesen Spot. Kaffee auf Träge. Ja, können wir doch schon direkt machen hier. 3 Kilo für 23 Silber. Gleich geht auch nochmal der F1. Der ballert ja auch gerne hier auf die Köderkombi. Und so sieht es aus. Ja, der ist natürlich untermaßig. Mal gucken, vielleicht geht noch was Schöneres rein. Aber auch das sieht doch schon hier richtig gut aus. 70 Silber, 30 Silber, 20 Silber. Also C2 Super Freak schmeckt kohlemäßig auf jeden Fall. Ne? Was haben wir hier? Halbe Stunde jetzt hier. 29 Minuten, 185 Silber schon. Ja, ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Also Petriölmilz, rausziehen hier die Brocken, solange das Wetter noch so ist, das Wasser noch so ist. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer komplett mit RF4 und an den anderen Tagen RF4 und nochmal ein bisschen was anderes danach. LS22 zurzeit. Bis dahin, Petri.